War ein schweres Stück Arbeit. San Sebastian eine gute Mannschaft gewesen. Am Anfang haben wir sehr gut gemacht, haben wir mit sehr viel Tempo, sehr aggressiv auch gespielt, hatten sie mit zu kämpfen. Leider haben wir nach der Halbzeit, so 20 Minuten, 25 Minuten, ein bisschen Fahren verloren gehabt. Zu schnell gespielt, versucht auch Situationen zu erzwingen und das hat uns nicht gut getan. Dann baut man natürlich auch so eine passrichtige Mannschaft auf. Ja, dann passieren einfach Fehler, wenn man einfach zu hektisch wird. Ja, zum Glück hat es dann am Ende durch so eine Einzelaktion nochmal gereicht. Ich freue mich natürlich wahnsinnig für die Mannschaft, für die Fans, auch für Jens, der nach seiner Verletzung zurückkommt und dann so ein unglaubliches Tor schießt. Er hat sich auf jeden Fall nach meinem verursachten Elfmeter ein Mittagessen verdient. Ich glaube, es war wichtig für uns, dass wir das Spiel gewinnen. Und wenn man es dann so spät entscheidet, ist, glaube ich, die Freude doppelt groß. Und deswegen freuen wir uns sehr über die drei Punkte. Das war mit Sicherheit ein bisschen Glück, aber ich habe auch schon gesagt, der Jens ist reingekommen und hat direkt die erste Chance schon vorbereitet. Und deswegen war es vielleicht auch nicht nur Glück. Natürlich kann man sich damit rechnen, dass er in der letzten Minute den so im Winkel haut. Aber es ist schon ein Unterschied manchmal, ob Spieler eben reinkommen und hellwach sind und direkt dem Spiel einen Impuls geben oder nicht.